Und schon sind wir beim Rechnen mit ganzen Zahlen. Die Addition ganzer Zahlen. Also ganzer Zahlen, klar, das heißt jetzt, es kann Pluszahl dabei sein und es kann eine Minuszahl dabei sein. Man kann sich das ganz leicht merken. Plus 13 heißt ja so viel wie, ich habe Geld. Also zum Beispiel, ich habe 13 Euro und dann wird dazu, kommt dazu plus 9 Euro. Also, gleiche Vorzeichen. Das heißt, aus plus 13 und plus 9 wird plus 22. Kann man sich ganz leicht merken, plus 13 heißt ja, ich habe Geld, plus 9, ich kriege nochmal Geld dazu. Und dann komme ich auf plus 22. So, jetzt hier schaut es anders aus. Minus 13 heißt so viel, ich habe Schulden. Dann kommt noch was dazu, aber eben nochmal Schulden. Das heißt, ich habe 13 Euro Schulden und mache dann nochmal 9 Euro Schulden. Dann bin ich bei minus 22. Also habe dann 22 Euro Schulden. Und gemeinsames Vorzeichen heißt dann, setzen und Beträge addieren. Also, das heißt, gemeinsames Vorzeichen setzen und Beträge addieren. Das wandert dann hierhin. Oder man merkt sich's mit eben Guthaben und Schulden. Jetzt haben wir es hier ein bisschen anders. Hier haben wir quasi 13 Euro Schulden und dann bekommt man was dazu, aber dieses Mal Guthaben. Das heißt, man hat keine 13 Euro Schulden mehr, sondern hat nur noch 4 Euro Schulden. Ganz klar, wenn ich minus 13 Euro gehabt habe und irgendjemand schenkt mir 9 Euro, dann wären die Schulden ja nicht mehr, sondern die Schulden wären weniger, weil jetzt kann ich die Schulden zurückzahlen. Hier in dem Fall habe ich 13 Euro gehabt und dann mache ich 9 Euro Schulden. Ja, aber die 9 Euro Schulden kann ich von den 13 Euro ja zahlen, da bleiben ja noch 4 Euro übrig. Man kann sich das so merken, Vorzeichen von der größeren Zahl wird gesetzt, also in dem Fall die hier und in dem Fall die hier. Und die kleinere Zahl wird von der größeren subtrahiert. Also hier minus 13, da wird das Minus gesetzt und dann 13 minus 9 oder plus 13 minus 9. Man kann sich die Regel merken, die ich hier drunter geschrieben habe, oder merkt sich das Ganze mit Guthaben und Schulden. Minus 13 heißt minus Schulden, plus heißt Guthaben. Und dann muss man das gegenseitig aufrechnen. Hier haben wir jetzt Aufgaben dazu, die bitte ich euch jetzt aufzuschreiben und abzuschreiben. Also das heißt, bitte jetzt komplett den ganzen Hefteintrag abschreiben und beim Video jetzt auf Pause drücken. Wenn ihr mit dem Abschreiben fertig seid, dann dürft ihr auf Play drücken und dann kommen die Lösungen. Also, jetzt auf Pause drücken. Weh, es hat keiner auf Pause drückt. Jetzt kommen die Lösungen. Das wäre das Ergebnis gewesen.